So sieht also Ihr neuer Adobe Connect-Raum aus. In der Grundeinstellung sehen Sie vier Felder. Das größte davon ist das Freigabefeld, in dem Sie Präsentationen zeigen können. Und auf der rechten Seite finden Sie das Videofeld, in dem Ihre Webcam angezeigt wird und auch die der Teilnehmenden, sofern Sie das freigeben. Dann gibt es das Teilnehmerfeld, wo die Namen der Teilnehmenden zu sehen sind und ihre Rolle, also ob sie Teilnehmer sind, Moderatoren oder sogar mit ihnen Veranstalter. Und unten rechts finden Sie ein Chatfenster. Dann gibt es zwei dunkle Flächen, eine dunkle Zeile oben, die mit dem Namen des Raumes beginnt. In diesem Fall Hanna Musterfrau, es könnte aber genauso gut auch ein Raum sein, der heißt Besprechungen Geschichte oder irgendeinen anderen inhaltlichen Namen hat. In der Regel ist es der Vor- und Nachname des Raumbesitzers oder der Raumbesitzerin, der hier zu sehen ist. Wenn ich hier auf Hanna Musterfrau klicke, dann sehe ich ein Menü, das verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Insbesondere kann man hier Sachen einstellen, die für den ganzen Raum und für die gesamte Veranstaltung Gültigkeit haben. Man kann zum Beispiel eine Sitzung aufzeichnen, eine komplette Veranstaltung aufzeichnen. Man kann unter Zugang und Eintritt entscheiden, wer überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen darf und ob möglicherweise Gäste, die ankommen, erst in einer Art Lobby sich aufhalten müssen, bevor sie alle gleichzeitig hineinlassen. Voreinstellungen ist ebenfalls eine Möglichkeit, den Raum so anzupassen, wie er Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können zum Beispiel den Hintergrund des Raumes mit einem Bild versehen, anstelle der normalen blauen Fläche. Ich mache das hier einmal beispielhaft. Und wenn ich jetzt das Freigabefeld ausblende, sehe ich im Hintergrund das Foto, das ich hochgeladen habe. Also damit können Sie Ihren Raum anpassen nach Ihren Bedürfnissen und auch nach Ihren optischen Bedürfnissen den Raum etwas verschönern. Unter Video kann man beispielsweise einstellen, ob das Webcam-Bild in 4:3 Format oder im 16:9 Format angezeigt wird und in welcher Videoqualität. Also wenn Sie auf den Namen des Raumes klicken, Hanna Musterfrau in diesem Fall, dann kommen Sie auf ein Menü, das Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Rechts daneben gibt es relativ unscheinbare 9 Punkte, die Ihnen aber sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen, denn dort finden Sie die sogenannten Pods, also die Felder, auf denen in Adobe Connect sich alles abspielt. Freigabe ist sozusagen der Standard-Pod für alles. Damit können Sie eine Präsentation zeigen oder ein Bild oder ein Whiteboard freigeben. Ich gebe hier einmal ein Dokument frei. Das hat den Namen Adobe Connect Vertiefung. Und wenn ich das Feld ausblende, was ich tun kann, wenn ich hier auf diese 3 Punkte oben rechts klicke, dann ist das Feld nicht weg, der Pod ist nicht verschwunden, sondern ich kann ihn wiederfinden. Ich klicke auf die 9 Punkte, wo man die Pods findet und unter Freigabe sehe ich hier Adobe Connect Vertiefung. Ich klicke drauf und das Feld ist wieder da. Ich kann auch weitere Freigaben hinzufügen, die sich dann auf der Oberfläche verteilen. Wenn die Oberfläche voll ist, erscheinen die einfach oben links. Wenn die Oberfläche noch nicht ganz voll ist, suchen Sie sich sozusagen einen freien Platz. Man kann die Oberfläche verändern. Sie sehen das gerade. Ich verschiebe die Pods, sodass das Whiteboard und die eben geöffnete Präsentation nebeneinander zu sehen sind. Dazu gehe ich mit der Maus an die Kante dieser Pods und kann sie dann vergrößern, verkleinern oder auf der Oberfläche anders anordnen. So, ein Schnelldurchlauf. Was für Pods gibt es? Freigabe, das ist eben das, womit Sie eine Präsentation zeigen. Hinweise,
Wie der Name schon sagt, damit können Sie beispielsweise Aufgabenstellungen für Ihre Teilnehmenden notieren. Teilnehmer, Video und Chat sind die Pods, die Sie auf der rechten Seite des Raumes ohnehin sehen, wobei interessant ist, dass man auch mehrere Chats auf einer Oberfläche haben kann. Man könnte einen Chat noch hinzufügen und diesen beispielsweise offene Fragen nennen. Dazu klicke ich oben dorthin, wo Chat 4 jetzt steht. Und nenne ihn offene Fragen. Und weil er jetzt auf meiner Freigabefläche liegt, mache ich das Whiteboard etwas kleiner und schiebe ihn hier unter das Whiteboard. Und so könnten sich dann Teilnehmende zu allgemeinen Sachen in dem normalen Chat ganz unten rechts austauschen. Und wenn während der Veranstaltung Fragen auftauchen, die noch geklärt werden sollen, dann könnten sie die in den Chat offene Fragen stellen. Sie sehen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, noch weitere Fenster, noch weitere Felder, Pods hier anzuordnen. Bei Dateien können Sie Dateien zum Download bereitstellen. Bei Weblinks geht es darum, dass alle Teilnehmenden gleichzeitig eine Internetseite geöffnet bekommen. Also ohne, dass die selber etwas tun müssen. Wenn Sie den Weblinks-Pod benutzen, dann können Sie erzwingen, dass zu einem bestimmten Moment eine bestimmte Internetseite sich öffnet und Teilnehmende beispielsweise sich zeitgleich einen Film anschauen. Abstimmung sind Pods, mit denen man Umfragen machen kann, mit denen man Multiple-Choice-Aufgaben beispielsweise erstellen kann oder wo Leute im Freitext etwas antworten können zu einem bestimmten Thema. Das Bindungsdashboard ist ein Pod, mit dem Sie die allgemeine Beteiligung an der Veranstaltung im Blick behalten können. Pods verwalten ist dazu geeignet, wenn Sie viele neue Pods irgendwann im Laufe der Zeit schon einmal erstellt haben und es einfach recht unübersichtlich geworden ist, können Sie unter Pods verwalten, beispielsweise den Chat offene Fragen, wenn Sie denken, den brauchen Sie doch nicht, können Sie den löschen. Achten Sie mal drauf, wenn ich hier auf Löschen klicke, was dann unten mit dem Chat offene Fragen passiert. Der Chat ist jetzt verschwunden. Weitere Felder sind die Symbole für den Lautsprecher, für das Mikrofon, für die Kamera. Damit können Sie Lautsprecher, Mikrofon und Kamera auswählen und einschalten. Dann gibt es hier ein Händchen. Wenn man da direkt draufklickt, dann führt es dazu, dass man sich meldet und neben dem eigenen Namen im Teilnehmerfeld erscheint ebenfalls ein Händchen, sodass alle anderen auch wissen, Hanna Musterfrau hat sich gemeldet. Wenn man auf den Dropdown-Pfeil neben der Hand klickt, dann sieht man, es gibt noch weitere Möglichkeiten, in Interaktion zu treten. Zum Beispiel kann man einer bestimmten Aussage oder Frage zustimmen. Ich klicke hier mal auf Stimme zu. Dann erscheint neben meinem Namen im Teilnehmerfeld ein grünes Händchen mit Daumen hoch. Rechts in der oberen dunklen Zeile finden Sie ein paar Symbole, die Ihnen Informationen über den Raum selber verschaffen. Es gibt einmal ein Symbol für den Verbindungsstatus, der Ihnen zeigt, wie gut die Internetanbindung in den Raum gerade ist. Der sollte gerne 3 oder 4 Balken anzeigen und grün sein. Hier gibt es ein Fragezeichen. Wenn ich da drauf klicke, dann sehen Sie, es gibt ein Benutzerhandbuch, es können Tastenkombinationen angezeigt werden, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Sie können benutzerdefinierte Pods aufrufen, also allgemeine Fragen, die so auftauchen können. Dann gibt es einen Ausschalteknopf. Wenn ich da mit der Maus drüber gehe, steht dort Sitzung beenden. Und tatsächlich kann man damit die Sitzung beenden, also das Meeting beenden, wenn man da draufklickt. Und jetzt sich wirklich entscheidet, das Meeting zu beenden, dann fliegen alle anderen Teilnehmenden auch mit aus dem Raum. Wenn Sie selbst nur einmal den Raum kurz verlassen möchten und sich vielleicht mit einem anderen Gerät neu einwählen, dann schließen Sie bitte das Fenster einfach nur oben rechts beim Windows, oben links bei Apple, so wie Sie ein Fenster schließen und beenden Sie nicht die Sitzung. Wir kommen noch einmal zu der Spalte auf der rechten Seite, die heißt Layouts. Und
die ist tatsächlich für die Vorbereitung von Veranstaltungen unerlässlich wichtig, denn sie können verschiedene Aufteilungen des Bildschirms voreinstellen. Es gibt drei vorgeschlagene Layouts, einmal Freigabe, einmal Diskussion und einmal Zusammenarbeit. Die sehen alle ein kleines bisschen unterschiedlich aus. Bei Zusammenarbeit ist ein großes Whiteboard zu sehen. Bei Diskussion ist ein großes Kamerafeld zu sehen, wo verschiedene Diskussionsteilnehmer mit ihrer Webcam zu sehen sein könnten. Und dann können Sie auch noch Layouts nach eigenen Wünschen und Vorstellungen anlegen. Hier klicke ich einmal auf das Plus und sage Neues Layout erstellen. Und dann lande ich zunächst mal auf meinem Hintergrund, den ich gerade eingestellt habe, also auf einer im Wesentlichen leeren Fläche, die ich nun befüllen kann. Das heißt, ich könnte sagen, ich brauche ein großes Videofeld, das schmal oben in einer Reihe zu sehen ist. Ich brauche zwei verschiedene Chats, die ich auf der linken Seite nebeneinander anordnen möchte. Und zudem möchte ich auch noch ein Whiteboard hinzufügen. Dieses neu erstellte Layout taucht dann auf der rechten Seite unter den voreingestellten Layouts auf. Auch dem können Sie einen Namen geben. Wenn Sie dann im Laufe Ihrer Veranstaltung zunächst eine Präsentation gezeigt haben, für die Sie das Freigabelayout benötigt haben, dann haben Sie vielleicht im Diskussionslayout ein wenig diskutiert und im Layout, das hier jetzt Beispiel heißt, könnten Ergebnisse gesammelt werden, nämlich Pro- und Kontra-Argumente, und auf dem Whiteboard könnten die Teilnehmenden gemeinsam eine Mindmap erstellen. Diese Layouts, diese Möglichkeit, eine Veranstaltung in Phasen vorzubereiten, ist eine große Besonderheit von Adobe Connect. Zum einen gut geeignet, wenn man Veranstaltungen hat mit vielen Referierenden, die zur Vorbereitung alle schon mal ihre Präsentationen hochladen möchten. Dann kann jeder Referierende ein Layout mit seinem Namen bekommen und man kommt sich nicht gegenseitig in die Quere. Oder wenn Sie Veranstaltungen haben, die Sie methodisch und inhaltlich abwechslungsreich gestalten wollen, dann bieten sich vorbereitete Layouts an, denn dann haben Sie während der Veranstaltung viel, viel weniger Arbeit. Ich bringe noch einmal das Freigabelayout, das ganz obere, in seinen Ursprungszustand zurück, denn der ist an sich ganz praktisch und gut geeignet. Dafür muss ich dieses Whiteboard loswerden. Das tue ich, indem ich hier auf die drei Punkte klicke, die sich in jedem einzelnen Pod, in jedem einzelnen Feld befinden und die einem immer alle Möglichkeiten benennen, die gerade mit diesem Feld machbar sind. Das heißt, ich klicke auf die drei Punkte. Das Einfachste, was ich machen kann, ist, ich blende das einfach aus. Sie sehen, es gibt hier noch einen Haufen anderer Möglichkeiten. Also alles, was mit einem Pod in dem Moment, wo Sie auf diese drei Punkte klicken, gerade zu machen ist, finden Sie dort auch. Ich blende es aus. Ich mache die Präsentation wieder etwas größer. Und außerdem möchte ich auch den Hintergrund nicht mit dem Strandbild auf die Dauer haben, sondern ich nehme über Hanna Musterfrau, Voreinstellungen, das Bild wieder zurück und sage, der Raumhintergrund darf gerne Standard sein. Und jetzt bin ich wieder auf der Einstellung, die ganz zu Anfang in einem leeren, frischen Raum zu sehen ist und die sich für jede Art von Veranstaltung zunächst mal relativ gut eignet.